Jo Leute, was geht ab? Heute sind wir hier wieder im Skatepark. Eigentlich wollten wir heute eine Welle bauen, die dahin kommt. Aber, ihr seht schon, hier ist eine Platte weg. Ganzen Platten, die komplette Bahn, alle kaputt. Hier, kaputt, kaputt. Da oben kaputt. Und jetzt hier. Alle kaputt. Und deswegen wollen wir heute keine Welle. Wir tauschen jetzt alle Platten aus gegen die neuen Platten. 7 Platten kommen jetzt hier wieder hin. Ja, 7 Platten. Das ist genau hier die hier. Komplett überall jetzt. Also das wird alles ausgetauscht. Ohne so viel Brauch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, solche Platz zu kaufen oder generell Holz zu kaufen, weil es extrem teuer. Und in der Videobeschreibung, da ist ein Link, da kommt ihr zu meinem Online-Shop und könnt euch alle Ersatzteile, alles Gute, die es von Decathlon gibt, kaufen. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die alten Platten raus und Platten dann wieder drauf. Let's go. We'll be right back.
Oh. Ich habe gerade eine Pause gemacht. Das Ganze muss erstmal abtrocknen. Aber jetzt fangen wir mal hinten an. Die Platten drauf. Mach die nach vorne. Besser. Da sitzt noch was. Boah, ist ekelhaft, Alter. Das stinkt hier nach Scheiße. Die Verpackung, die wir heute gekriegt haben, die sah aus wie bei Knossi. Nur größer. Falsch gelaufen. Die hat nicht die Breite, habe ich doch gesagt. Das war nicht schlimm an dem Rand, ist doch egal. Dann haben wir das als Auflage, wenn wir da weiterbauen. Was bauen wir denn weiter? Nee, hier bauen wir nichts weiter. Guck mal. Da bauen wir was weiter. Ja, so ja, das aber ja, okay, können wir jetzt auch schon, da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Da kommt der Halfpipe hin. Aber nicht in der Halfpipe, wäre ein bisschen langweilig. Man kann von da so einen Bogen in die Halfpipe reinfahren. Und genau hier ist die Slopestyle-Line, die hier durchfährt, also durch den Skatepark. Von da ein Drop, Landung, hier der Boulderlock, eine Landung und dann den Sprung da hinten. Ja. Du kannst auch nur klein bauen. Und was war es heute Morgen wieder? Samstag? Na, 8 Uhr? Papa! Komm, wir müssen los, wir müssen eine Welle bauen. Naja, aber beim Betrachten nach dem Regenguss gestern hat es dann hier den Rest bekommen. Alle Platten total für den Arsch. Und Welle auf nächstes Wochenende geschoben, ja. Schiebst du ran? Einmal ein bisschen tak-tak, einmal... rüber. Wo? Nach da? Einmal einen gegen nur. Nochmal. Jo. Perfekt. Ich mach mal den ganzen Scheiß mal fest, da auf das Zelt. Und wenig. Und dann, wenn das jetzt nicht hält, ne, verspreche ich euch, gebe ich hier Beton drauf. Dann habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich echt keinen Bock mehr. Na komm, wir haben jetzt aufgehalten. Ja, hier. Das ist ja nur Wasser. Boah, das hält ja wenig. Nur wenig. Betonierst du alles? Dann mache ich das wirklich. Es ist fliegender Bau, das ist fliegend, ist ja nicht auf dem Boden. Also ist ja nichts verboten dann. Nochmal. Wie damals, alles wieder verschrauben. War das nicht ja. So, aller guten Dinge sind zwei? Nee, drei. Zweite Mal, dritte Mal. Zweite Mal. Ja. Kein Bock. Wieder hunderte Schrauben. Wie viel sind das bestimmt? Wie viele Schrauben? Ja. Ich glaube 3000 hatten wir. Minimum. Also nur für das Deck hier. Geht das jetzt hier komplett weiter.
So, zweiter Take. Hier, die Rampe hat ein bisschen Schimmel, minimal, und das machen wir jetzt hiermit weg. Hier. Oh, ich komm da gar nicht hin. Immer richtig schön den Kack hier runter. Hier oben. Was geht denn auf? Das ist einfach. Hier siehst du das, das. Und jetzt. Alter, was für ein Zeug! Machen wir gleich da weiter. Wo? Da muss ich trocknen. Da hinten noch? Nee, da machen, hier trocknen lassen. Achso, ja, ja, ich will. Haben wir gerade schon gesagt. Das erstmal trocknen lassen. Schrauben jetzt alle die Platten drauf. Wenn die fertig sind, dann machen wir hier weiter. So krank. Sieht aus wie in den USA in den ganzen Skateparks oder Skatehallen. Ist einfach zu krank. So schön. So wird es dann nachher sehen, aussehen, oder? So wird es nachher aussehen, genau. So sieht es vorher aus. Das Coole ist an den Platten. Ihr seht diese. Wie heißt Lange. Das? Maserung. Maserung, was? Maserung. Maserung. Ja. Ja. Sieht man auch, wenn man die später anmalt hier. Alter. Sagen wir. Schauen die Platten drauf, schneiden das hier ab. Hier, weil hier steht über, schneiden die ab. Jetzt nach da. Dann kommt hier noch ein Stück rein. Farbe drauf, hinten weiter, die Platte drauf. Fertig. Dann fertig. Platten sind drauf, muss hier noch ein kleines Stück hin, und Farbe drauf, ich hab keinen Bock mehr. Nein, nein, jetzt machen wir jetzt die Platte drauf, Farbe drauf, machen wir hinten weiter und dann fahren wir das Ganze mal. Jetzt hier nehme ich richtig Speed runter.
Deck Nummer 1 fertig gestrichen. Wir müssen noch jetzt 20 Minuten ungefähr warten. Machen wir doch Deck Nummer 2 schnell. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder bei einer Testfahrt. Let's go! So, ich würde sagen, ihr fahrt mal eine Testfahrt. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert den Channel. Wer auch sonst Gute haben will und Ersatzteile, alles, guckt in der Videobeschreibung, da ist ein Link. Bis zum nächsten Video. Peace.